Herzlich willkommen zurück beim Let's Fail Counter-Strike Global Offensive, ein Format, das selbst erhalten bleibt, wenn Sony sich die Rechte von dem Begriff Let's Play sichert. Jo. So, und wir spielen, Wettrüsten. Und ich sehe, ich spiele diesmal bei den Antiterror-Einheiten. Antiterror-Einheiten, ganz einfach, weil von denen weniger dabei waren. So. Mir ist eigentlich recht egal, welche Seite ich nehme. So. Hauptsache, ich kann ein bisschen töten. Ja, okay, ist gut. Was so viel heißt wie, ich muss den hier töten. Es tut mir auch leid. Ich hatte gegnerischen... Ernsthaft? Das war von uns beiden nicht wirklich eine Glanzleistung. Irgendwas läuft hier echt verkehrt. Normalerweise bin ich doch hier jemand, der total... Ja, endlich. Das passt mehr. Ich habe dich umsonst gegen Anfang der Folge gesagt, dass es ein Let's Fail wird. Nicht einfach so aus Gag. Es ist so. Jetzt muss ich mich erstmal auf dieser Map zurechtfinden, weil das ist das erste Mal, dass ich diese Map spiele. Wie jemand, der die älteren Folgen gleich gesehen hat, der weiß das. Oh, oh. Da, den möchte ich töten, den möchte ich töten. Ich möchte dich töten. Hallo, ich möchte dich töten, ich möchte dich töten, ich möchte dich töten, ich möchte dich... Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr hin und her gehen müssen, das hätte vielleicht die Chance, dass ich getroffen werde, ein bisschen gesenkt, aber das ist auch, finde ich, ein bisschen unterstützt. Das ist ein Gegner, oder? Das hätte ich früher bemerken können. Damit hätte ich vielleicht irgendwen anders das Leben gerettet. Naja, ich war mir nicht sicher. Ich bin mir... Das ist so bei dem... Weil bei den verschiedenen Maps sind die Skins von den einzelnen Einheiten, also Antiterrorist oder Terrorist, ein wenig unterschiedlich und... Ich spiele auch nicht immer dasselbe. Deswegen komme ich immer wieder durcheinander. Das sah man bei der letzten Folge, glaube ich, ganz, ganz gut. Hey, Leute, 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 erschießt mich. Danke. M4A4? Die Waffe ist geil. Das ist ein... Moment mal, ist es nicht eine Counter-Terrorist-Waffe oder ist es recht egal? Geil, ich bin nicht letzter. Hey, du, das war doch ein Gegner, ne? Das war... Nein, das war kein Gegner. Hä? Was? Da ist ein Gegner. Da sind zwei Gegner. Oh, das ist nicht... Okay, jetzt ist da noch einer. Beziehungsweise vielleicht noch ein paar mehr, die ich nicht sehe, weil da ja eine Wand dazwischen ist. Aber einer, den sehe ich, obwohl eine Wand dazwischen ist. Oh, ich kann mich gerade echt in Rage reden. Das liegt daran, dass sie mich... Dass dieses Spiel etwas Adrenalin freisetzt. Ich sag mal so, das war zwar nicht gerade eine Glanzleistung von ihm. Danke, das sah sehr nach einem Zug von mir aus. Wow! So. Aber ja, von den Typen da, der hätte auch schneller reagieren können. Aber zumindest bin ich schnellere Reaktionen von meinen Gegnern gewohnt. Weil es gibt ja ziemlich viele, die das Spiel nicht einfach so ab und zu zwischendurch mal spielen, sondern welche, die das wirklich durchgängig suchten. Also richtige Pros werden. Das halt so zum richtigen E-Sport machen. Wie auch bei League of Legends oder World of Warcraft. Obwohl League of Legends... Bei World of Warcraft weiß ich nicht so, aber bei League of Legends höre ich das richtig so, weil Spiele, die halt auch so ranked sind. Was ich aber, glaube ich, nicht machen würde. Ich glaube, ich würde so ein Spiel nicht Ranked spielen. Ganz einfach, weil ich zu deprimiert wäre, wenn ich es nicht hinbekommen könnte. Obwohl es... Nein! Verdammt! Stirb! Boah, die Waffe verzieht aber auch echt. Warte mal. Wo war er? Boah, ist nicht mal da, dieses Arsch. Warum kann ich nicht mal warten? Er hat doch gemerkt, dass ich auf ihn eingeschossen habe. Na okay, vielleicht hat er es auch gar nicht bemerkt, weil ich gar nicht getroffen habe. Das wäre natürlich auch möglich. Aber selbst dann, man merkt doch, dass er in der Nähe Schüsse einschlagen. Da bleibt man doch aus Höflichkeit stehen. Siehst du? Ich bin auch so halbwegs stehen geblieben. Hm? Also, wow, ich bin gar nicht mal so... Okay, im Verhältnis zu den Besten in meinem Team bin ich schlecht, aber in den unter... Ich bin nicht letzter.
Ich bin stolz auf sowas. Ups, da habe ich außerdem gegen meinen Popschutz gegengehauen. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr störend wahrgenommen. Also nicht allzu sehr als störend wahrgenommen. So. Ich habe mir bemerkt, eine richtig scheiß Orientierung auf dieser Map. AK-47, ja, da hat man auch keine Chance. Sie ist gut, die Waffe. Ich folge einfach mal den Typen da. Der sieht einfach so aus, als der hat es bestimmt drauf, oder? Der ist drauf, ja. Der hier auch. Guck mal, ich habe den Typen, der es drauf hat, den Rücken freigehalten. Wahrscheinlich ist das die Strategie. Die haben es nur kurz drauf, dann denken alle, der hat es drauf, dann laufen die ihn hinterher. Und dadurch kriegen die ständig den Rücken geschützt. Und so behalten sie diesen Titel auch. Na, das wäre neu dazugekommen. Oder er hat geschafft, bisher noch nicht getötet oder zu töten. Also getötet zu werden oder zu töten. So. Mann, kann ich mich hier in Rage labern? Ist ja unglaublich. Hey, hey, hey. Ach, du. Ach, verdammt. Bisschen zu weit links. Ich muss das eindeutig noch üben. Das mit den Quickscopen ist schon richtig gut, wenn man das drauf hat. Einfach mal mit AWP, zack, raufziehen, tot. Problem ist so, die AWP verliert man dann auch schnell, oder? Wenn man so gut da drin ist. Problem hat mit allen guten Waffen. Möchte man behalten, dann tötet man damit sau schnell und dann hat man die nicht mehr. Dann lauft man ein Messer, davon Gegner rein, um sie wieder zu bekommen. Aber ich glaube, das würde man auch nicht machen. Das ist irgendwie gegen den Stolz, oder? Aber AWP muss man auch irgendwie üben. Oh. Ah, da oben. Nice. Negev ist doch dieses Maschinengewehr, oder? Da wurde gerade direkt hier einer getötet. Und ich würde gerne wissen, von wo aus. Da kommt man nicht durch. Das kann man oben links in der Karte auch sehr gut erkennen, dass da eine Levelbegrenzung ist. Und da rechts ist einer. Wow. Das war echt nicht gut. Der Kill. Der Kill hat echt viel zu lange dafür gedauert, dafür, dass der so wenig Leben hatte. Ich habe eine AK, ist das nicht eine reine Terroristenwaffe? Oder wird das hier anders unterschieden? Ich weiß es nicht. Hey, du. Scheiße. Er hat geschafft, vor mir noch einen wegzuschießen und mich dann auch nochmal wegzuschießen. Zum Glück habe ich auf die Karte geguckt. Da wusste ich gleich, dass direkt neben mir beim Spawn jemand war. Boah. Deck 9. Da stand einfach so einer direkt beim Spawn. Dagegen habe ich ja nichts, aber ich finde es so seltsam, dass das Spiel einen auch wirklich da spawnen lässt, wo ein Gegner steht. Ich finde, die Intelligenz des Spiels sollte schon so eingerichtet sein, dass man nicht da gespawnt wird, wo gerade ein Gegner steht. Boah, Schritte machen mich immer nervös. Ich will nicht gemessert werden. Bitte nicht. So, jetzt laufe ich hinter dir her, weil du hast es bestimmt drauf. Komm, wir schießen jetzt gemeinsam Leute weg. Oh, ich halte zumindest den Rücken frei. Ich weiß nicht, wo der Gegner war, aber er hat reingehauen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Hey, du. Oh, okay, jetzt bin ich tot. So. Jetzt bin ich wieder traditionell letzter. So. Ich weiß, dass da rechts da einer ist, aber ich wusste auch, dass links einer war, weil ich da... Boah, das macht mich so nervös, wenn ich dieses Klingengeräusch höre. Ach, warte, das ist einer von uns. Entschuldigung. Voll die Panikreaktion. Das war auch einer von uns. Ach, verdammt. Entschuldigung. So. So, da hat jemand disconnected. So, jetzt möchte ich mal gucken, kenne ich diese Map hier schon? Einfach mal gucken. Aber die wählen alle Safe House. Habe ich nichts gegen. Dann werden wir es wohl etwas öfter spielen. Naja.
Ich verabschiede mich jetzt für diese dritte Folge von dem Let's Play. Obwohl, wenn ich das jetzt schon? Ja, mache ich. Vom Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Wettrüsten. Bis zur nächsten Folge, falls ihr noch was davon sehen wollt. Ciao.